Wir begrüßen euch ganz herzlich mit einem großen sportlichen Hallo zu unserem letzten Kraftkreis im Februar. Wir erwärmen uns mit der Übung 1, Hanna, und zwar im Wechsel laufen. Ihr könnt auf der Stelle bleiben, ihr könnt nach vorne, nach hinten gehen. Zwischendurch baut ihr unsere Hallo-Sprünge ein, dann lauft ihr wieder und wieder Hallo-Sprünge einbauen. So lange, wie ihr braucht, um richtig warm zu sein. Dankeschön. Nach dieser Erwärmung, Übung 2, die zeigt uns Lena, und zwar auch die Position kennt ihr schon, diesen Wandsitz. Sucht euch eine Wand oder eine Tür, dagegen lehnen, die Beine schön beugen und diese Position halten und genießen, bis es im Oberschenkel spannt und dort ein kleines Kribbeln ankommt. Ihr solltet aber in dieser Position es nun schon schaffen, mindestens 45 Sekunden zu verweilen. Wir kommen zur Übung 3. Tom. Ja. Dazu holt ihr euch vorher einen Hocker oder einen Stuhl oder ihr könnt das auch in der Nähe vom Bett oder vom Sofa üben. Sucht euch etwas, wo ihr dann die Füße hochsetzen könnt. Ausgangsposition ist ein sauberer und schöner Liegestütz mit umgeklappten Füßen und wir steigen nacheinander bei ganz gespanntem Körper mit dem einen Fuß hoch und mit dem anderen Fuß hoch, halten den schönen Liegestützposition und steigen wieder runter. Die größeren können schon etwas Schwereres dazu üben. Der erste Teil der Übung bleibt: auf den Hocker steigen, Liegestützposition kontrollieren, jetzt nacheinander auf den rechten oder linken Unterarm und wieder hoch. Ja. Wichtig ist, dass die Beine schön straff bleiben und dass ihr in jeder Position kurz verweilt. Dankeschön, Tom. Wir kommen zur Übung 4. Hier braucht ihr ein kleines Kuscheltier, ein Baustein, ein Auto, ein kleines Sofakissen. Das, was gerade so für euch zu greifen ist. Und zwar, wir liegen in der Bauchlage, die Beine fest zusammengedrückt, das Kuscheltier in den Händen, weit ausstrecken. Wir nehmen unseren Fips hier dazu, Arme und Beine anheben und jetzt, ohne dass die Füße oder der Fips den Boden berühren, in die Rückenlage drehen. Wer eine Pause braucht, legt kurz ab. Wer keine Pause braucht, genießt dieses Schiffchen und schwuppdiwupp wieder zurück in die Bauchlage, ohne dass Füße und Hände den Boden berühren. Ihr solltet es mindestens in 30 Sekunden dreimal links und rechts rum schaffen. Wir kommen zur Übung 5. Anton zeigt uns das, und zwar auch diese Übung kennt ihr schon, das ist unsere Kerze. Die Jüngeren ist die Ausgangsposition Rückenlage, angestellte Beine. Wir richten uns auf zum Strecksitz, die Arme gehen in die Hochhalte und jetzt schwuppdiwupp mit einem kleinen Armkreis über die Seite hoch in die Kerze. Richtig schön hoch die Füße schieben zum Himmel und langsam wieder zurück. In dieser Kerzenposition wirklich kurz verweilen. Die Größeren können das schon aus der Rückenlage mit ausgestreckten Armen und ganz gespannten Beinen aufrichten zum Strecksitz, ohne dass die Füße hochkommen. Nach vorn beugen, zum Strecksitz zurück und schwuppdiwupp wieder mit dem Armkreis hoch zur Kerze. Und zurück mit Abrollen, Anfassen der Hocke in den Stand. Dankeschön. Die Jüngeren sollten diese Übung mindestens dreimal versuchen, die Größeren schaffen das schon fünfmal. Wir kommen zum Abschluss unserer Kraftkreise im Februar und dort wollen wir nochmal eine schöne Beweglichkeitsübung von euch abfordern. Tom zeigt uns das, und zwar, wir sitzen in dem Krätschsitz.
mit ganz gespannten Füßen. Die kleine Zehe schön nach außen drücken Richtung Fußboden. Die Arme sind in Hochhalte. Ihr könnt der Einfachheit halber euren Daumen fassen. Ihr könnt eine Tauchhaltung machen. So ist es für euch leichter, die Arme straff zu halten. Und jetzt beugen wir uns, soweit es geht, einmal nach vorn, Bauchrichtung Oberschenkel, Bauchrichtung Fußboden. Dann wieder aufrichten. Dann drehen wir uns zum rechten Bein. Ja, ihr seht, der Tom macht das sehr gut. Die Arme bleiben die ganze Zeit am Hinterkopf. Und auch zur anderen Seite. Diese Übung, dabei geht es nicht um die Wette oder um Tempo, sondern arbeitet bitte ganz langsam und genießt es, wenn ihr kurz vorm Boden oder kurz vor den Beinen seid. Dankeschön. Wir wünschen euch viel Freude und vor allem Erfolg.